Heute der Thule Urban Glide 2 Jogging Buggy. Hallo Leute, willkommen zurück auf unserem Kanal. In unserem heutigen Video werden wir den beliebten Thule Urban Glide 2 Jogging Buggy testen. Er gilt als einer der besten Kinderwagen des Jahres 2021 und hat eine beeindruckende Bewertung von 4,7 von 5 Sternen. Aber warum ist das so? Was ist so besonders? Nun, laut den Rezensenten ist der Kinderwagen aus hochwertigem Material gefertigt, das ziemlich zuverlässig ist. Das Verdeck schützt das Kind effektiv vor grellem Sonnenlicht und die Höhenverstellung ist absolut perfekt für jeden Benutzer. Außerdem lässt sich der Kinderwagen mit der Handbremse gut kontrollieren und erfüllt beim Joggen oder Wandern erfolgreich seinen Zweck. Der Kinderwagen verfügt außerdem über einen großen, auslaufsicheren Stauraum, in dem du deine Sachen zusammen mit denen deines Babys verstauen kannst. Er ist so praktisch gestaltet, dass du auch ein zusätzliches Reißverschlussfach für Schlüssel, Handy und Geldbörse hast. Es schadet also nicht, dass er gut aussieht, wenn du ihn die Einfahrt hinunterschiebst. Das Beste an diesem Kinderwagen ist jedoch die leichtgängige Lenkung. Der Kinderwagen lässt sich ganz einfach schieben, ohne dass du dafür Kraft aufwenden musst. Dieser Kinderwagen funktioniert sogar, wenn du ihn mit einem Finger schiebst. Das macht ihn zum perfekten Kinderwagen, der dich auf deiner täglichen Joggingrunde begleitet. Vor allem, weil er auf verschiedenen Straßen gut funktioniert. Allerdings gibt es ein kleines Problem. Die Reifen sind zu dünn, weshalb sie leicht durchstochen werden können. Wenn du also vorhast, ihn zu kaufen, solltest du auch einen Pannenschutz separat kaufen. Leider ist er nicht im Lieferumfang enthalten, sodass du vielleicht ein paar Euro mehr bezahlen musst. Aber wenn du das tust, hast du den perfekten Jogger-Kinderwagen für dein Baby. Links in der Beschreibung unten ansehen. Bevor du gehst, vergiss nicht, den Like-Button zu drücken, um deine Unterstützung zu zeigen und den Artikel zu abonnieren, um weitere informative Berichte zu sehen. Wenn du irgendwelche Fragen oder Empfehlungen hast, dann kannst du sie unten in den Kommentaren hinterlassen. Bis zum nächsten Mal. Wir sehen uns später. Cheers!